Normalerweise würdet ihr jetzt die Salat-3-News sehen. Doch die seht ihr offensichtlich gerade nicht. Grund dafür sind Ereignisse der letzten Tage, die mein Skript unbrauchbar machen. Aber gerade weil so passiert ist, möchte ich euch ganz kurz zeigen, was denn eigentlich passiert. Der YouTuber Wieso lädt das Video Die Zerstörung der CDU hoch und dieses 55-minütige Video hat momentan 7,5 Millionen Aufrufe. Das Video steckt momentan ein wie eine Bombe und in der CDU-Zentrale sieht es momentan so aus. Doch wie reagiert man als Politiker der CDU an dieser Stelle am besten? Genau, man sagt einfach, dass es Fake News sind, obwohl man keine Gegenbeweise hat. Man hackt auf seinen blauen Haaren rum und sagt, dass der Bursche doch noch zu jung ist für die Politik. Das sollen mal die Alten machen. Wieso, meine Damen und Herren, ist 26 Jahre alt. Roman Müller-Böhm ist ganze 27 Jahre alt. Und er ist im Bundestag. Die CDU möchte mit einem Antwortvideo reagieren, doch Annegret Kramp-Karrenbauer lehnt es ab. Sie möchte keinen mit einem Video zerstören. Sie möchte lieber mit einem 11-Seiten-PDF-Beitrag antworten. Sämtliche andere Politiker, die antworten, und zwar auf der eigenen Faust mit einem Video, blamieren sich. Alle, bis auf eine. Jena Behrens von der CDU. Sie antwortet mit: Dein Video macht mich sauer. Sauer, weil ich sagen muss, du hast recht. Das ging alles so weiter mit Morddrohungen und Beleidigungen bis heute. Heute ist der 24. Mai 2019 und Wieso veröffentlicht da ein weiteres Video. Ein Statement, ein öffentlicher Brief auf seinem Zweitkanal. All diese respektlosen Techniken habt ihr bereits dieses Jahr gegen uns, gegen eure eigene Bevölkerung eingesetzt. Und wir sprechen für sehr viele Bürgerinnen und Bürger, wenn wir sagen, ihr habt euch damit keine Freunde gemacht. Das waren bisher alle Ereignisse. Stand 24. Mai 2019, 15:45 Uhr. Und falls ihr im Gegensatz zu mir schon wählen dürft, dann wählt bitte. Aber nicht die CDU, nicht die SPD und auf gar keinen Fall die AfD. Machen Sie es gut, mein Name ist Sebastian. Wir sehen uns in 2 Wochen.